Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 86. Das ist die zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der AfD. Das heißt, das zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer. Wir diskutieren die Drucksache 209158, die zur Drucksache 208601 gehört. Und der Kollege Vohl, habe ich schon gesehen, ist zur Berichterstattung bereit und in der Lage. Und dann hat er das Wort. Danke schön, Herr Präsident. Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses lautet: Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE gegen AfD. Vielen Dank. Damit ist die Berichterstattung erfolgt. Und uns liegt bisher eine Wortmeldung vor vom Kollegen Vohl. Deshalb darf er dort auch gleich stehen bleiben. Auf meinem Zettel steht 7 Minuten 30. Sie denken aber an 20.59 Uhr. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, angesichts wirklich der fortgeschrittenen Stunde werde ich mich wirklich kurz fassen. Nach den Beratungen zur aktuellen Ausgestaltung der Grunderwerbsteuer ergeben sich für mich zwei Resümees. Das erste Resümee betrifft die Ausgangslage. Alle Beteiligten in diesem Hause sind mit dem Status quo unzufrieden und sehen einen nicht unerheblichen Veränderungsbedarf. Deswegen brauche ich heute die bestehenden Missstände auch nicht mehr zu skizzieren und muss auch die Argumente für eine Reform nicht mehr wiederholen. Das zweite Resümee erleichtert aber leider nicht die Probleme. Die von der Ampelkoalition in Berlin in Aussicht gestellte Lösungsmöglichkeit einer Öffnungsklausel für die Länder wird in absehbarer Zeit nicht realisiert werden. Finanzminister Boddenberg hat letzte Woche im Haushaltsausschuss mitgeteilt, dass sich damit auch in der ersten Hälfte des nächsten Jahres nicht zu rechnen ist. Damit ergeben sich faktisch drei Möglichkeiten. Erstens. Wir legen die Hände in den Schoß, erzählen den Bürgern, dass wir das Problem mit der Grunderwerbsteuer zwar erkannt haben, aber anstatt selbst zu handeln, lieber auf eine Lösung aus Berlin warten, denn die haben uns ja eine Lösungsmöglichkeit versprochen. Aber bis dahin kassiert das Land Hessen weiter und signiert die Übergewinne ein, die inzwischen bei der Grunderwerbsteuer anfallen. Zweitens. Wir nutzen die Übergewinne aus der Grunderwerbsteuer und legen damit ein eigenes Landesförderprogramm auf, das insbesondere junge Familien in Hessen beim Ersterwerb einer selbstgenutzten Immobilie entlastet. Ein Vorschlag, meine Damen und Herren, der sich für mich richtig gut anhört und dem ich gerne sofort meine Zustimmung geben würde, wenn die Landesregierung dieses in Kürze umsetzen würde. Leider habe ich daran erheblichen und wohl auch berechtigten Zweifel. So hat Finanzminister Boddenberg die Möglichkeit eines entsprechenden Förderprogramms zwar im Haushaltsausschuss und auch bereits bei der ersten Lesung unseres Gesetzentwurfs angesprochen. Aber der Umsetzungswille war dabei nicht herauszuhören. Ich zitiere hier nur kurz entsprechend zwei Sätze. Es war öffentlich, deswegen darf ich dieses machen, des Finanzministers aus dem Plenarprotokoll. Deswegen will ich nur, ich zitiere, deswegen will ich nur als Stichwort für heute hinterlassen, dass ich mir vorstellen kann, dass wir zu gegebener Zeit auch über Alternativen reden können, beispielsweise über Förderprogramme für den Eigentumserwerb von jungen Familien. Es ist überhaupt nicht zu Ende gedacht, weil wir, wie gesagt, zunächst einmal den Gesetzentwurf abwarten müssen. Soweit Finanzminister Boddenberg zu dieser Alternative. Meine Damen und Herren, die Zeit, auf die Änderung des Bundesgesetzes zu warten, welche möglicherweise Ende nächsten Jahres kommen könnte, haben wir nicht. Wenn die Landesregierung uns heute zusagt, ein eigenes Landesförderprogramm für junge Familien umgehend umzusetzen, könnten wir uns diese Diskussion sparen. Da sie aber das nicht tun will oder nicht tun kann, sondern damit wahrscheinlich, wie die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen bis kurz vor der Wahl wartet, bleibt nur die dritte Möglichkeit. Wir senken die Grunderwerbsteuer in Hessen für alle sofort, bis entweder nach einer Öffnung des Bundesgesetzes durch eine Länderklausel eine gezieltere Absenkung des Grundsteuersatzes eingeführt wird oder
durch ein entsprechendes Landesprogramm die aufgezeigte Entlastung beispielsweise für junge Familien herbeigeführt wird. Damit Sie, meine Damen und Herren, damit Sie diese Möglichkeit noch einmal abwägen können, beantragen wir heute die dritte Lesung unseres Gesetzentwurfs und bringen zwecks Anpassung des Inkrafttretungszeitpunktes ergänzend zu unserem Gesetzentwurf einen Änderungsvertrag ein. Ich möchte Sie angesichts der einvernehmlichen Anerkennung und Dringlichkeit des Problems bitten, die dargelegten Lösungsmöglichkeiten noch einmal gründlich zu überdenken, und danke Ihnen insbesondere zu diesem späten Zeitpunkt für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen aus dem Kreise der Fraktionen liegen uns nicht vor. Dem schließt sich bestimmt die Landesregierung auch an. Damit sind wir mit der Debatte um den Tagesordnungspunkt 86 fertig. Und ich stelle zur Abstimmung den Gesetzentwurf der AfD in der Form der Drucksache 9. Gut. Dann gibt es eine dritte Lesung. Bitte um Entschuldigung, steht auf meinem Ablaufplan nicht drauf, aber ich bin ja artig. Dann verweisen wir es zurück. Verweisen wir es zurück an den Haushaltsausschuss. Damit ist der Tagesordnungspunkt 86 erledigt.